Leute, warum mobben wir Menschen, die nicht viel haben? Warum? Warum grenzen wir Menschen aus, die keine Markenklamotten tragen, zum Beispiel? Oder warum grenzen wir Menschen aus, weil sie nicht viel Geld haben? Oder warum machen wir uns über Menschen lustig, die vielleicht dicker oder dünner sind? Warum tun wir das? Warum tut man das? Warum macht man sich über jemanden lustig, der vielleicht nicht viel hat? Ist sowas gerecht? Ist sowas gerecht, sich über Menschen lustig zu machen, die nicht viel besitzen? Warum ist er jetzt ein schlechter Mensch? Und warum bist du dann ein besserer Mensch? Weil du mehr besitzt? Weil du mehr besitzt? Nein, Leute, das ist nicht richtig. Das ist absolut nicht richtig. Ein Mensch, der weniger hat, der gibt teilweise viel mehr als Menschen, die mehr haben. Wenn du eine Person liebst, sag es ihr doch. Sag ihr doch, dass du Gefühle für sie hast. Das ist doch was Schönes. Aber hab keine Angst davor, enttäuscht zu werden. Hab keine Angst davor, dass diese Person sagt, nein, ich möchte nicht. Dann weißt du doch wenigstens, woran du bist. Und dass du weißt, dass du nicht weiter kämpfen musst. Aber versuch dich doch selber nicht zu belügen. Sich selber zu verarschen, das geht sowieso nicht. Gefühle im Körper zu haben für eine Person, die kannst du sowieso nicht abstellen. Du weißt doch selber, wie oft du traurig bist und weinst, weil du Angst hast, enttäuscht zu werden, dass diese Person vielleicht nicht möchte. Deswegen gebe ich dir den Tipp, geh auf diese Person zu, rede mit ihr. Sag ihr, dass du was von ihr möchtest. Aber versteck dich nicht. Und hab keine Angst davor. Hab keine Angst davor, dass sie dich nicht will. Du bist was Besonderes. Du bist was Besonderes. Du bist nicht irgendwer. Wie oft stehst du an diesem Punkt aufzugeben? Aufzugeben bei deinen Sachen, die du liebst. Deine Träume, deine Wünsche. Wie oft gibst du auf und scheiterst daran, weil andere Leute schlecht darüber reden? Ich war schon sehr, sehr oft an diesem Punkt. Ich war schon sehr, sehr oft an diesem Punkt. Bis ich mich mal selber gefragt habe, dass dieses Leben kein leichter Weg ist, weil es Menschen auf dieser Erde gibt, die dir nie was gönnen. Egal wie hart du arbeitest, egal wie viel Schweiß und Fleiß du in deinen Träumen und in deine Arbeit steckst, es gibt Menschen, die werden es dir einfach nicht gönnen. Weil sie über dich lachen, die zeigen mit dem Finger auf dich, die beleidigen dich, sie belustigen sich über deine Sachen. Aber genau dann, wenn du an diesem Punkt bist zu zweifeln, dann musst du weitermachen. Genau dann musst du weitermachen. Menschen flüchten doch nicht aus ihrem Land, weil sie es wollen, sondern eher, weil sie es müssen. Jeden Tag explodieren Bomben, Menschen werden erschossen, Hunderte von Toten liegen auf der Straße. Und was machen wir? Wir schauen weg. Wir halten die Tür zu, wo die Leute vergeblich gegenklopfen und uns anbetteln, dass wir denen helfen. Diese Menschen haben Sachen erlebt, die wir niemals erleben werden. Weil es uns gut geht. Aber die Reise, die diese Menschen hinter sich haben, vor allem mit viel Kummer und Leid, sie verlieren ihre Familie auf dem Weg. Die haben Angst. Angst vor dem Tod. Und jeder Mensch hat Angst vor dem Tod. Aber lasst uns das doch nicht unterstützen und noch wegschauen, sondern nimmt diese Menschen auf und hilft denen. Baut diese Menschen